Herzlich willkommen zum Thema Nummer 27 unserer Serie Vom Schatten zum Licht. Ich kann Ihnen versprechen, dass es heute Abend wieder einen sehr spannenden Abend geben wird. Und vor allen Dingen, wir kommen momentan so in die Phase, wo wir von den Dingen, die in dem Buch beschrieben werden, von der Vergangenheit allmählich in die Gegenwart hineinkommen. Das heißt, es wird jetzt was beschrieben, was natürlich auch so 19. 20. Jahrhundert gewesen ist, aber allmählich kommen wir ins 21. Jahrhundert und dann kommen wir auch in den nächsten Abenden, denke ich, in das, was von unserer Zeit her noch zukünftig ist. Und das wird dann noch spannender, wenn es um Prophezeiungen über zukünftige Ereignisse geht. Ich darf Sie einladen, dass wir heute Abend zu einem Gebet beginnen, aufstehen und dass wir uns dazu erheben. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir uns heute Abend wieder Gedanken machen können über wichtige Dinge, die du in deinem Wort vorausgesagt hast, über das Gericht, über Erweckung, über Erneuerung, die wir für unser Leben brauchen. Wir bitten dich, dass du heute Abend mitten unter uns bist, dass du unsere Gedanken lenkst, dass du unsere Herzen öffnest und dass wir das, was wir heute Abend hören, in unserem Leben umsetzen können. Sei du mitten unter uns. In Jesu Namen. Amen. Ich denke, dass Erweckung ein Thema ist, was in der heutigen Zeit, in der heutigen Christenheit sehr wichtig ist. Wir alle brauchen Erweckung. Und heute Abend geht es um die Frage, was ist der Unterschied zwischen echter Erweckung und falscher Erweckung? Zwischen echter Heiligung und falscher Heiligung. Ich beginne gleich mit einem Zitat aus dem Buch Vom Schatten zum Licht, Seite 418. Dort heißt es, wo immer das Wort Gottes treu verkündigt wurde, waren die Ereignisse ein Zeugnis für seine göttliche Herkunft. Waren die Ergebnisse ein Zeugnis für seine göttliche Herkunft. Der Heilige Geist begleitete die Botschaft der Diener Gottes und so erhielt das Wort seine Macht. Das Gewissen von Sündern wurde geweckt. Das Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen, erhellte die geheimsten Winkel ihrer Seelen und in der Dunkelheit verborgene Dinge kamen ans Licht. Sehr interessant, dass hier gesagt wird, dass wenn Erweckung geschah in der Vergangenheit, es meistens daran erkennbar war, dass es eine echte Erweckung war, indem die Ergebnisse, die Frucht, so war, wie es Menschen zur Bekehrung, zur Veränderung gebracht hat. Dass Sünder, Menschen, die in der Sünde gelebt haben, erweckt wurden, dass sie geweckt wurden, dass sie ihr Leben verändert haben und dass sie ihr Leben Gott ganz übergeben haben. Dass eine Veränderung stattfindet im Leben der Menschen. Und gerade an den Ergebnissen kann man oftmals erkennen, was der wahre Grund der Dinge ist, die ablaufen, die geschehen. Diese Menschen, von denen hier die Rede ist, von denen hier die Rede war, wurden überzeugt von der Sünde, von Jahwes Gerechtigkeit und vom kommenden Gericht. Von ihrer Sünde, das heißt, dass sie erkannt haben, ich bin ein Sünder, ich kann mich selbst nicht erlösen. Sie haben sich selbst im richtigen Licht gesehen. Normalerweise ist ein Mensch, der ohne Gott lebt, dass er von sich selbst immer gut denkt und wenn er Fehler gemacht hat, versucht er sich zu entschuldigen oder irgendwo rum herum zu reden, aber nicht zuzugeben. Aber wenn ein Mensch getroffen wird, dann ist er überzeugt, ich bin ein Sünder und ich kann mich selbst nicht retten. Ich kann mich selbst nicht verändern, ich brauche Gottes Hilfe dabei. Ja, wie es Gerechtigkeit heißt, dass im Vergleich mit dem Gesetz Gottes, mit der Gerechtigkeit Gottes, wir fehlerhaft, sündhaft und verloren sind. Und dass wir uns einmal vor Gottes Gericht verantworten müssen und von daher auch wichtig ist, dass wir ja, im Gericht bestehen können und damit Gottes Liebe und Gottes Barmherzigkeit und Gottes Rechtfertigung bekommen können. Und wenn dann diese Menschen auf das Kreuz von Golgatha geblickt haben, wenn sie die Liebe Gottes erkannt haben, wie Jesus für sie gestorben ist, dass er sein Leben für sie gegeben hat, dann haben sie entdeckt und gemerkt, nur Christi Verdienste reichen aus, um ihre Übertretungen zu sühnen, um ihre Sünden zu vergeben. Und durch Christi Blut bekamen sie die Vergebung ihrer Sünden. Wir können nichts dazu selbst dazu tun. Wir können nicht durch gute Werke unsere Sünden irgendwie ausgleichen oder sühnen. Das geht nicht. Wenn wir Sünde vor Gott getan haben,
dann steht sie in den himmlischen Büchern. Und die einzige Chance, dass sie verschwindet, ist, dass wir Vergebung bekommen durch Jesu Mittlerdienst, durch seine Fürsprache, dass er sein Blut für uns einsetzt und dass wir dann Vergebung unserer Schuld bekommen. Diese Menschen haben dann ihren Glauben zu Jesus gefunden, sie haben sich taufen lassen und sie haben ein neues Leben mit Jesus geführt. Wie sieht dieses neue Leben aus? Und gerade dieses neue Leben ist das Zeichen, ob eine Bekehrung echt ist oder falsch ist. Es gibt viele Menschen auf dieser Welt, die auch ihr Leben Gott übergeben, aber das nur mit ihren Lippen tun, gar nicht wirklich von ihrem Herzen her dabei sind. Woran kann man unterscheiden, ob eine Bekehrung, eine Hinwendung an Gott echt ist oder nicht? An diesem neuen Leben. Und zwar, dieses neue Leben, was diese Menschen denn geführt haben, von denen hier die Rede ist, wo die Erweckungen geschahen, wo Veränderungen geschahen waren, dass sie nicht mehr nach ihren alten Begierden gelebt haben. Dass sie Jesu Fußspuren gefolgt sind. Dass sie seinen Charakter, Jesu Charakter widerspiegeln wollten. Dass sie sich gereinigt haben, so wie Jesus rein ist. Dass das, was sie früher hassten, sie jetzt liebten. Und das, was sie früher liebten, nun hassen. Das heißt, ihr Geschmack, ihre Ziele, ihre grundsätzlichen Dinge haben sich verändert. Früher haben wir die Sünde geliebt, heute hassen wir die Sünde. Früher haben wir viele Dinge, die mit Gott und mit den religiösen Dingen zusammenhängen, vielleicht gehasst, heute lieben wir es. Die Menschen, die stolz waren, wurden bescheiden und demütig. Die Eingebildeten und Arroganten wurden ernsthaft und zurückhaltend. Die Trinker wurden nüchtern. Die Lasterhaften wurden tugendhaft. Und mit anderen Worten, die Menschen haben sich verändert. Der Heilige Geist hat ihr Herz bewegt, berührt und die Menschen wurden anders. Sie legten auch ihren Schmuck ab. Sie haben ihren äußeren Prunk, ihre Zurschaustellen, ihre Eitelkeit abgelegt. So wie es Petrus in 1. Petrus 3, Vers 3 und 4 sagt, nach der guten Nachricht Bibel, putzt euch nicht äußerlich heraus mit aufwendigen Frisuren, kostbarem Schmuck, goldenen Ketten oder prächtigen Kleidern. Eure Schönheit soll von innen kommen. Freundlichkeit und ein ausgeglichenes Wesen sind der unvergängliche Schmuck, der in Gottes Augen Wert hat. Das ist ein Wort, was Petrus damals geschrieben hat, was heute immer noch gilt. Das heißt, wenn wir mit Gott leben, dass wir dann nicht uns in den Mittelpunkt stellen wollen und unsere Schönheit und unsere Klugheit und unser Äußeres, sondern dass wir keinen äußeren Schmuck antragen sollen, sondern dass wir durch unsere Charakterveränderung wirken. Dass Jesu Liebe durch uns durchstrahlt und dass man durch unser Leben sehen kann, dass wir mit Jesus leben. Erweckungen führten immer zu gründlicher Selbstprüfung und Demut. Erweckungen führten nie dazu, dass die Menschen groß von sich selber dachten und viel von sich selbst gemacht haben, sondern dass sie sich untergeordnet haben. Es wurden feierliche und ernste Aufrufe an Sünder gemacht, dass Sünder sich bekehren sollten. Und meistens war es auch so, dass dann Menschen gehört haben, die ihr Leben Gott gegeben haben und ihr altes Leben zurückgelassen haben, sich Gott zugewandt haben. Ein neues Leben begonnen haben. Erweckungen waren immer dadurch gekennzeichnet, dass die Christen gebetet haben für andere Menschen, dass sie mit Gott gerungen haben um die Rettung von anderen Menschen. Und ich frage mich, wo gibt es heute noch Christen, die dafür beten, die zusammenkommen, um dafür zu beten, dass andere Menschen gerettet werden, die darum ringen, mit Gott ringen um die Rettung von Menschen. Ich denke, das ist unglaublich wichtig, weil ohne das Gebet für andere Menschen, glaube ich, wird niemals ein Sünder sich bekehren. Erweckungen wurden immer dadurch sichtbar, echte Erweckung, dass eine Änderung im Leben der Bekehrten stattgefunden hat. Ihre Umgebung wurde durch ihren Einfluss gesegnet. Das heißt, die Menschen haben auf ihre Umgebung einen positiven Einfluss gehabt, dass die Menschen, die mit ihnen zusammen waren, gemerkt haben, hier hat sich was verändert. Seite 419 heißt es, in dem Buch vom Schatten zum Licht, dies bewirkt der Heilige Geist. Reue ist nur echt, wenn sie eine Erneuerung zur Folge hat. Nur wenn der Sünder sein Gelübde erfüllt, zurückgibt, was er geraubt hat, seine Sünden bekennt, Gott und seinen Nächsten liebt, kann er sicher sein,
Frieden mit Gott gefunden zu haben. Auch in früheren Jahren hatten Zeiten religiöser Erweckung diese Auswirkungen. Bei der Beurteilung ihrer Früchte wurde deutlich, dass Gott sie bei der Errettung von Menschen und wegen ihres positiven Einflusses auf die Gesellschaft gesegnet hatte. Das heißt, wenn wir zu Gott gefunden haben, dann werden wir die Folgen unserer Sünde wieder gut machen wollen. So wie der Zachäus. Als Jesus in sein Haus und in sein Herz kam, hat er gesagt, ich möchte, wen ich betrogen habe, es vierfach zurückzahlen und die Hälfte meiner Besitzes den Armen geben. Das heißt, daran könnte man sehen, dass er wirklich von ganzem Herzen überzeugt war, dass er ein Sünder war, dass er mit Jesus leben wollte und ein besseres, ein neues Leben anfangen wollte. Was ist aber die Frage jetzt von falschen Erweckungen? Das sind die Früchte und die Hintergründe echter Erweckung. Wie sehen falsche Erweckungen aus? Falsche Erweckungen haben meistens auch einen großen Zuwachs. Es sind viele Menschen, die dahin strömen, die mitmachen, die begeistert sind, aber es ist keine Zunahme geistlichen Lebens. Es wird vielleicht viel Staub aufgewirbelt, aber das geistliche Leben der einzelnen Menschen wächst nicht, wird nicht besser. Emotionen, Gefühle werden geschürt. Es ist wenig Verlangen nach biblischer Wahrheit da. Warum? Weil die Menschen weiterleben wollen, wie sie vorher gelebt haben. Und die biblische Wahrheit, die vielleicht ihnen etwas sagt, was sie verändern sollten, ist nicht populär, wird deswegen auch nicht groß verkündigt und auch nicht in den Mittelpunkt gestellt. Sensationale Gottesdienste sind für sie wichtig. Das heißt, es müssen irgendwelche großen Ereignisse geschehen, Sensationen passieren, Gefühle müssen hochgepusht werden. Aber es wird keine Veränderung der Bekehrten stattfinden. Die Liebe zur Welt wird weiterhin ihre Motivation sein und die Religion ist nur zur Unterhaltung geworden. Natürlich, auch in diesen Kirchen, die solche Erweckungen erleben, gibt es wahre Nachfolger Jesu. Nicht alle, die sind automatisch verloren, die in solchen Kirchen dabei sind, aber der Grund dieser Erweckung ist nicht von Gott und durch Gott. Das ist eine nachgemachte Erweckung, eine falsche Erweckung. Auf Seite 420 heißt es, die Kraft der Frömmigkeit ist aus vielen Kirchen verschwunden. Ausflüge, Theateraufführungen, Basare, behagliche Wohnungen und persönlicher Luxus haben die Gedanken an Gott verbannt. Grundstücke, Kapital und weltliche Beschäftigungen beanspruchen die Gedanken und ewige Werte erhalten nur flüchtige Aufmerksamkeit. Das ist der Zustand, der auch bis heute noch, vielleicht sogar heute noch viel mehr als vor 100 Jahren, als dieses Buch geschrieben worden ist, in den Kirchen bei den Christen Einzug gehalten hat. Dass sie mehr an weltliche Dinge denken, an ihren persönlichen Wohlstand, an ihr Luxus, an ihr Geld und an Vergnügen, als an Gott und ewige Werte. Deswegen brauchen wir eine Erneuerung, eine Erweckung zu der Frömmigkeit, zu der Gläubigkeit der ersten Christen. Und das steht in dem Buch Seite 421, ein ganz wichtiges Zitat, wo es heißt, bevor Gott die Welt zum letzten Mal durch seine Gerichte heimsucht, wird es unter dem Volk Gottes eine so große Erweckung zu ursprünglicher Frömmigkeit geben, wie es sie seit apostolischer Zeit nicht mehr gegeben hat. Der Geist und die Kraft Gottes werden über Gottes Kinder ausgegossen werden. In dieser Zeit werden sich viele von jenen Kirchen trennen, bei denen die Liebe zu dieser Welt, die Liebe zu Gott und seinem Wort verdrängt hat. Viele Gemeindeglieder, wie auch Prediger, werden die großen Wahrheiten mit Freuden annehmen, die Gott in dieser Zeit verkündigen lässt, um ein Volk auf die Wiederkunft des Herrn vorzubereiten. Diese Erweckung, die hier beschrieben ist, die Ausrichtung des Heiligen Geistes, die im Spätregen verheißen ist für die Endzeit, wird kommen. Und ich denke, das ist etwas, was noch zukünftig ist. Das ist noch nicht geschehen. Das heißt, dass eine Erweckung kommt, dass wieder eine Hinwendung zu der Bibel und zu der ursprünglichen Frömmigkeit, die die Urgemeinde gehabt hat, wieder da ist. Und dass auch in vielen Kirchen dieser Welt die Menschen die Wahrheit der letzten Zeit, die gegenwärtige Wahrheit der Endzeit, nämlich die Botschaft der drei Engel, annehmen werden, uns mit Freuden annehmen und dann auch ihre Kirchen verlassen werden. Das ist eine Erweckung, die kommen wird, ich denke, die man jetzt schon sieht, die schon beginnt, aber die noch stärker werden wird und in der ganzen Welt, die ganze Welt erleuchten wird. Offenbarung 18, Vers 1 sagt davon, dass diese Erweckung die ganze Welt erleuchten wird mit dem Glanz des Engels, der hier beschrieben wird mit dieser Botschaft.
Aber es heißt dann weiter, auf Seite 420, 421, der Feind der Menschen, Satan, möchte dieses Werk gerne aufhalten. Und bevor die Zeit für eine solche Bewegung kommt, wird er versuchen, sie durch falsche Erweckungen zu verhindern. In den Kirchen, die er unter seine betrügerische Macht bringen kann, wird er den Anschein erwecken, dass Gottes besonderer Segen ausgegossen wird. Alles wird wie ein großes religiöses Interesse aussehen. Viele werden frohlocken und glauben, dass Gott auf wunderbare Weise für sie wirkt, obwohl es das Wirken eines anderen Geistes ist. In religiösem Gewand wird Satan versuchen, seinen Einfluss auf die ganze Christenheit auszudehnen. Das heißt, hier wird vorausgesagt, dass bevor jetzt diese Erweckungsbewegung unter Gottes Volk kommt, zu der echten Frömmigkeit, wird Satan eine Fälschung inszenieren. Und zwar, um die echte zu verhindern. Und Satan wird seine Macht über die Kirchen bringen und die Menschen werden glauben, dass der Heilige Geist ausgegossen ist und dass eine große Erweckungsbewegung stattfindet. Aber es ist nicht Gottes Geist, es ist Satans Geist. Hat das schon stattgefunden? Ja, das hat bereits stattgefunden. Das finden wir in den sogenannten charismatischen Bewegungen, charismatischen Kirchen, in der charismatischen Erneuerung und alles, was damit zusammenhängt. Das sind genau die Merkmale, die auch in diesem Buch vom Schatten zum Licht weiter beschrieben werden, was die falschen Erweckungen bedeuten. Hier heißt es nämlich, dass im 19. Jahrhundert diese Bewegungen bereits begannen und dass sie zunehmen und zunehmen werden und immer stärker werden. Und das sehen wir auch, dass die charismatischen Christenheit, die charismatischen Christen bereits so groß geworden sind, dass bereits über die Hälfte aller aktiven Christen heute man zu den charismatischen und pfingstlerischen Gemeinden zählen kann. Es ist vor allem eine emotionale Erregung dort. Die Gefühle werden aufgepusht, Vermischung von Wahrem und Falschem. Und das ist gerade so gefährlich, weil es vieles gibt, was dort auch wirklich religiös und gut und gläubig ist. Aber es wird auch Falsches damit vermischt, was eben nicht biblisch und nicht richtig ist. Aber wir können es durch die Bibel erkennen. Warum? Weil die Bibel die Grundlage ist, wo wir unterscheiden können, was richtig und was falsch ist. Wo Gottes Geist wirkt und wo er nicht wirkt. Und wie können wir es erkennen? Gott teilt seinen Segen nicht aus, wo Menschen das Zeugnis der Bibel missachten und sich von den klaren Wahrheiten abwenden. Das heißt, wenn Menschen beanspruchen, den Heiligen Geist zu haben und vom Heiligen Geist erfüllt zu sein, sie aber nicht die Wahrheiten der Bibel glauben und lehren und sogar wenn sie davon hören, sie ablehnen, dann ist nicht der Heilige Geist. Warum nicht? Weil der Heilige Geist uns in alle Wahrheit führt. Und wenn der Heilige Geist diese Christen schon seit über 100 Jahren erfüllt haben würde, warum würde sie nicht in den 100 Jahren schon einige dieser Wahrheiten der Bibel, die wir hier auch schon entdeckt haben in den letzten Wochen, offenbart haben? Deswegen ist ein Merkmal der falschen Erweckung, dass die Menschen nicht die biblischen göttlichen Wahrheiten für unsere heutige Zeit annehmen. Gott hat sich durch die Wahrheiten in seinem Wort selbst offenbart. Gott hat selbst gezeigt, wer er ist. Und gerade sein Wort ist ja das, was er uns sagt. Und die Wahrheiten der Bibel sind ja eine Offenbarung Gottes von sich selbst, was er uns mitteilen möchte über den Erlösungsplan, über sich selbst. Und damit sind sie ein Schutzschild gegen Satans Täuschungen. Deswegen versucht Satan auch, die Menschen heute davon abzuhalten, selber die Bibel zu lesen. Warum? Wenn die Menschen die Bibel lesen würden, dann würden sie viele seiner Täuschungen erkennen und nicht darauf reinfallen. Aber wenn man sich nur auf das verlässt, was die Pastoren sagen oder die Kirchen sagen, dann kann es ganz schnell geschehen, dass man hier dem folgt, verführt wird und am Ende mit verloren geht. Eines der Hauptpunkte, woran man das unterscheiden kann, erkennen kann, wo echte Erweckungen sind und falsche Erweckungen sind, ist, dass die falschen Erweckungen ein falsches Verständnis über Gottes Gesetz haben. Sie sagen nämlich und sie glauben nämlich, dass Gottes Gesetz nicht mehr die Gültigkeit hat, wie es damals hatte. Und damit, weil sie von Gottes Gesetz eine falsche Vorstellung haben, haben sie auch falsche Vorstellungen über die Bekehrung, wie ein Mensch bekehrt wird und über Heiligung. Weil das Verständnis vom Gesetz ganz eng damit verknüpft ist, wie wir Bekehrung und Heiligung verstehen. Und dadurch haben wir eine Abnahme des lebendigen Glaubens und eine Verführung der Menschheit. Wer Gottes Gerechtigkeit nicht schätzt,
wird auch Gottes Gnade gering achten. Da gibt es einen ganz engen Zusammenhang zwischen diesen beiden Dingen. Denn wieso sollte Gott mir gnädig sein? Wofür sollte er mir gnädig sein, Gnade geben, wenn die Gerechtigkeit sowieso nicht mehr gilt und wenn das Gesetz nicht gilt? Dann braucht man auch keine Gnade, weil wir automatisch alle gerettet werden würden. Aber gerade weil Gottes Gesetz noch gilt und wir Gottes Gesetz übertreten und wir Sünder sind, brauchen wir die Gnade Gottes, um erlöst zu werden. Viele Kirchenlehrer behaupten, das Gesetz sei bei Jesu Tod abgeschafft worden. Finden wir heute immer wieder in verschiedenen Kirchen, in verschiedenen Denominationen, dass so etwas gesagt wird, dass mit Jesu Tod am Kreuz die 10 Gebote und das gesamte Gesetz, was wir in der Bibel finden, nicht mehr gelten. Aber David hat damals gesagt, ich wandle fröhlich, denn ich suche deine Befehle. Damit meint er Gottes Gesetz. Der gesamte Psalm 119 spricht vom Gesetz Gottes, was ewig ist und was wichtig ist und was gültig ist. Genauso auch im Neuen Testament Jakobus. Er sagt, die 10 Gebote sind das königliche Gesetz, Jakobus 2, Vers 8, und das vollkommene Gesetz der Freiheit, Jakobus 1, Vers 25. Und Johannes sagt in der Offenbarung, Offenbarung 12, Vers 17, gesegnet, er spricht einen Segen für die aus, die Gottes Gebote halten. Das heißt, gerade die Menschen in der Endzeit sind dadurch gekennzeichnet, die an Gott glauben, dass sie Gottes Gebote halten. Dadurch kann man sehen, dass die Gebote noch eine wichtige Rolle spielen und nicht am Kreuz abgeschafft wurden. Hätte man das Gesetz ändern können, hätte Christus nicht sterben müssen, um den Menschen von der Strafe der Gesetzesübertretung zu retten. Denn gerade weil wir Menschen das Gesetz übertreten haben, gesündigt haben, ist ja die Strafe, die Folge der Sünde, der Tod, der ewige Tod. Und da wir Menschen uns nicht selbst davon erlösen können, sondern wenn wir sündigen, wir auch diesen Tod erleiden müssen und damit ewig verloren sind, war die einzige Möglichkeit, dass wir frei werden, dass Jesus für uns auf die Welt gekommen ist, dass er unsere Sünde getragen hat, unsere Schuld getragen hat und damit die Strafe der Gesetzesübertretung gebüßt hat und wir dadurch frei sein können. Wenn aber das Gesetz gar nicht mehr gilt, dann gibt es auch keine Sünde mehr. Weil das Gesetz ja definierbar Sünde ist, weil Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Wenn es kein Gesetz mehr gibt, gibt es auch keine Sünde mehr. Und wenn es keine Sünde mehr gibt, dann brauchen wir keine Erlösung. Deswegen ist es ganz klar, der Tod Jesu Christi ist ein Beweis, dass das Gesetz unveränderlich ist. Natürlich, das Gesetz ist nicht dafür da, wie das die Pharisäer damals geglaubt haben, dass wir durch das Halten des Gesetzes unsere Seligkeit erkaufen können. Dafür war es noch nie gewesen. Auch im Alten Testament nicht. Auch im Alten Testament war die Erlösung durch den Glauben an den Messias. Aber die Pharisäer, die haben das zur Zeit Jesu verdreht und so geglaubt und so verkündigt. Und von daher ist das nicht mehr gültig, wenn Paulus davon schreibt, dass das Gesetz nicht mehr dafür da ist, dass wir das Gesetz, durch Halten des Gesetzes und die Seligkeit erkaufen können. Und von daher wissen wir, und können wir davon ausgehen, Gottes Gesetz, die 10 Gebote, sind ewig, ewig gültig und auch heute noch. Jesus sagt selbst in Matthäus 5, Vers 17 und 18, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Ist das deutlich? Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und wenn er das Gesetz erfüllt hat, heißt das nicht, dass es deswegen aufgehört hat zu existieren, sondern er sagt, es wird sogar bis zum letzten Tag noch Gültigkeit haben. Der Psalmschreiber sagte im Psalm 40, Vers 9, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Gottes Gesetz ist etwas, was uns nicht erniedrigt, was uns nicht die Freiheit nimmt. Gottes Gesetz ist etwas, was wir gerne tun können, Gottes Willen tun können, in unserem Herzen haben. Von Natur aus ist Gottes Gesetz unwandelbar. Warum? Weil das Gesetz ein Ausdruck des Wesens Gottes ist, des Willens und Charakter Gottes. Nämlich, was ist Gottes Charakter, Gottes Wesen?
Liebe und Gerechtigkeit. Und wenn das Gesetz das zum Ausdruck bringt, nämlich das Gesetz drückt immer das aus, was der Gesetzgeber für einen Charakter hat, für Gedanken damit hat. Und da Gottes Wesen, seine Liebe und seine Gerechtigkeit ewig sind, immer gleich, unveränderlich sind, ist auch Gottes Gesetz, der Ausdruck dieser Liebe und Gerechtigkeit Gottes, unveränderlich und ewig. Hier habe ich zwei Bibeltexte dazu, die das ausdrücken. In Römer Kapitel 13, Vers 10 heißt es, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Das heißt, Liebe und Gesetz sind das Gleiche. Es gibt heute viele Christen, die versuchen, das gegeneinander auszuspielen, aber das stimmt nicht. Die Liebe ist das Gesetzes Erfüllung. Das heißt, wenn ich das Gesetz halte, drücke ich damit meine Liebe zu Gott und zu meinem Nächsten aus. Und wenn ich wissen will, wie ich meinen Nächsten lieben soll und Gott lieben soll, weiß ich nur, wie ich das tun kann. Deswegen ist das das Gleiche, genau identisch. Gesetz halten und zu lieben. Und auch das Zweite, im Psalm 119, Vers 142 heißt es, dein Gesetz ist Wahrheit. Das heißt, hiermit sehen wir, dass das Gesetz Gottes Charakter widerspiegelt. Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit, seine Wahrheit. Und das Gesetz beinhaltet beides in sich. Und von daher ist das Gesetz Gottes ewig gültig, auch heute noch, auch nach Jesu Tod. Am Anfang schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Adam und Eva, und sie hatten Gottes Charakter vom Äußeren, von ihrem Inneren, von ihrem Wesen, von allem waren sie nach Gottes Bild geschaffen. Aber durch den Sündenfall haben sie das verloren. Die Ebenbildlichkeit Gottes im Menschen ging verloren. Die Sünde trat hinein, kam hinein in das Leben des Menschen, und der Mensch hat sich zum Negativen verändert. Und je länger die Menschen leben, desto mehr entfernen sie sich von der Ebenbildlichkeit Gottes. Und Erlösung bedeutet, dass der Mensch wieder in das Ebenbild Gottes verwandelt werden soll. Und das geschieht so, dass man zuerst bei der Bekehrung mit Gott wieder versöhnt wird. Das heißt, dass der Mensch, der in Trennung von Gott lebt, mit Gott wieder in Harmonie kommt. Dass eine Versöhnung stattfindet zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen. Wie geschieht das? Durch die Wiedergeburt. Durch die Wiedergeburt wird unser Herz durch Gottes Gnade erneuert. Bekehrung heißt, dass ich mein Leben Gott übergebe, dass ich mich entscheide, mit Gott zu leben, dass ich den Heiligen Geist bitte, in mein Leben hineinzukommen, dass ich mit Gott wieder in Harmonie komme. Und dann wird Gott seinen Heiligen Geist in mein Herz hineingeben und wird mein Herz von innen heraus erneuern, verändern. Das können wir selber nicht tun. Und die Erneuerung des Herzens ist etwas, was Gott vollbringt, dass wir neu geboren werden, ein neuer Mensch werden. Und das Gesetz ist jetzt, wie auf diesem Bild, wie ein Spiegel, damit wir die Sünde erkennen können. Das heißt, wenn es das Gesetz nicht gäbe, würde ich nicht erkennen können, dass ich ein Sünder bin. Warum? Ich könnte nicht erkennen, wenn ich gelogen habe, dass Lügen Sünde wäre. Oder wenn ich gestohlen habe, dass Stehlen Sünde ist. Weil das Gesetz sagt mir, Stehlen ist Sünde. Also ohne Gesetz kann ich nicht erkennen, dass ich ein Sünder bin. Wenn ich nicht erkenne, dass ich ein Sünder bin, dann kann ich auch nicht mein Leben Gott übergeben und ihn bitten, dass er mir vergibt und dass er mich erlöst. Das heißt, wer behauptet, das Gesetz gilt nicht mehr, verhindert damit, dass Menschen erkennen können, dass sie selbst Sünder sind, Erlösung brauchen und zu Jesus finden. Römer 3, Vers 20 sagt, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das Gesetz hat die Funktion, dass ich erkenne, dass mein Leben nicht mit dem Gesetz übereinstimmt, dass ich ein Sünder bin und dass ich Erlösung brauche. Deswegen, das Gesetz zeigt dem Menschen seine Sünde, es bietet aber kein Heilmittel an. Das Gesetz kann mich von der Sünde jetzt nicht reinwaschen. Das Gesetz kann mir nur zeigen, ich bin ein Sünder. Und dann führt das Gesetz mich zu Christus. Wenn wir Reue zeigen und an Christus glauben, vergibt er uns die Sünde, die Schuld. Wir werden wieder Teilhaber der göttlichen Natur. Wir werden wieder in das Ebenbild Jesu, in das Ebenbild Gottes, was wir am Anfang verloren haben, Schritt für Schritt verändert. Aber auch dann sind wir nicht frei, Gottes Gesetz zu übertreten. Wenn ich jetzt mit Jesus verbunden bin, wenn ich jetzt frei geworden bin von der Sünde, wenn Gott mir vergeben hat, sagt er nicht, jetzt darfst du aber hingehen und wieder weiter lügen und betrügen und ehebrechen. Nein, wir sind nicht frei,
extra zu sündigen, Gottes Gesetz nicht mehr zu beachten. Im Gegenteil, unser Herz wird in Übereinstimmung mit dem Gesetz gebracht. Das heißt, Gott sagt, er möchte sein Gesetz in unser Herz hineinschreiben. Das heißt, dass wir von innen heraus gerne das tun, was er sagt, was sein Wille ist. Dass es nicht eine Last für uns ist, das Gesetz zu halten, sondern dass es von innen heraus uns ein Bedürfnis ist, das zu tun, was Gott sagt. 1. Johannes 5, Vers 3 sagt, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Für den unbekehrten Menschen sind die Gebote schwer. Er kann sie gar nicht halten, weil die Sünde im Menschen drinsteckt und die Sünde den Menschen dazu bringt, Gottes Gesetz ständig zu übertreten. Aber wenn wir mit Gott leben, wenn Gott in unserem Herzen ist, dann sind seine Gebote nicht schwer. Und daran können wir erkennen, dass wir Gott lieben, indem wir seine Gebote halten. Damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Römer 8, Vers 4. Das heißt, Paulus sagt hier, dass Gott sein Gesetz, die Gerechtigkeit, die sein Gesetz fordert, in uns erfüllt. Das heißt, Gott gibt uns die Kraft, das Gesetz zu halten, nach dem Gesetz zu leben. Nämlich die, die wir nach dem Geist leben. Wenn wir nach dem Fleisch leben heißt, dass ich aus eigener Kraft versuche, das Gesetz zu halten. Das klappt nicht, sagt Paulus. Dann werden wir immer wieder erleben, dass wir das Gute, was wir wollen, nicht tun, das Böse, was wir nicht wollen, doch tun. Aber wenn wir nach dem Geist leben, das heißt aus der Kraft Gottes, dass der Heilige Geist in unserem Leben wirkt, dann kann er uns auch den Sieg über Sünde schenken, dass wir so leben, wie Gottes Gesetz uns das sagt. Unsere Aufgabe ist es, nur mit dem Heiligen Geist, mit Gott zusammenzuarbeiten und seine Aufgabe ist es, uns den Sieg zu schenken. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es gibt Kraft und Leben. Psalm 19, Vers 8, nach der guten Nachrichtübersetzung. Das heißt, Gottes Gesetz ist gut, es ist vollkommen, es gibt uns Kraft, es gibt Leben. Es hilft uns, auf dem Weg mit Gott zu leben und einen richtigen Weg einzuschlagen. Ohne Gesetz haben die Menschen keine richtige Vorstellung von der Reinheit und Heiligkeit Gottes. Weil das Gesetz ja Gottes Charakter widerspiegelt. Wenn ich das Gesetz zur Seite tue, kann ich auch nicht mehr erkennen, was Gottes Reinheit und Heiligkeit ist. Und sie erkennen auch nicht ihre Schuld und ihre eigene Unreinheit. Deswegen sind Christen, die behaupten, das Gesetz gilt nicht mehr, meistens von sich selbst so überzeugt und glauben, sie wären so gut und erkennen gar nicht, wie schuldig und unrein sie eigentlich wirklich sind. Sie haben kein Bedürfnis mehr nach Umkehr, weil sie ihre eigene Sündhaftigkeit gar nicht kennen und erkennen. Und die Erlösung, wenn sie denn ihr Leben Gott übergeben, gibt es ja auch. Aber wenn sie nicht vorher erkannt haben, dass sie Sünder sind, dass sie eine Reinigung ihres Herzens brauchen, dann wird die Erlösung nur angenommen ohne Umwandlung des Herzens. Und dann ist es nur ein Lippenbekenntnis und die Menschen werden hinterher genauso weiterleben wie vorher. Es wird keine Veränderung in ihrem Leben sichtbar. Es ist nur eine oberflächliche Bekehrung und damit eigentlich gar keine Bekehrung. Deswegen zeigt das Leben des Menschen, ob seine Bekehrung echt ist oder nicht. Und das ist auch das Merkmal von echter und falscher Erweckung. Echte Erweckung bringt echte Bekehrungen hervor, dass Menschen sich verändern. Falsche Erweckung wird nur Gefühle aufpushen, aber die Menschen nicht wirklich zur Veränderung animieren und anleiten. Echte Heiligung ist eine biblische Lehre. Gott möchte, dass wir einen Prozess der Heiligung durchmachen. Das finden wir im 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 3 und Kapitel 5, Vers 23. Dort heißt es, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Gott möchte, dass wir in der Heiligung Fortschritte machen. Und dieses durch und durch bedeutet, dass Gott uns heiligt. Und Heiligung ist nicht eine momentane Überstülpung eines Gefühls, sondern dass Gott unser Leben Schritt für Schritt verändert und ihm ähnlich macht. Wir werden durch den Heiligen Geist geheiligt. Er ist der, der unser Leben verändert. Er führt uns in alle Wahrheit. Johannes 16, Vers 13. Und was ist die Wahrheit? Die Bibel sagt, Psalm 119, Vers 142, dein Gesetz ist die Wahrheit. Und damit führt uns der Heilige Geist
zum Gesetz Gottes. Und das Gesetz Gottes, haben wir eben gesagt, ist ein Ausdruck von Gottes Charakter, von Gottes Wesen. Und deswegen will unser Leben, wenn der Heilige Geist in unser Leben hineinkommt, dann wird er unser Leben nach Gottes Gesetz umwandeln, dass wir vom Gehorsam zu Gottes Gesetz geprägt werden. Und je mehr wir vom Gehorsam geprägt werden, desto mehr werden wir Gottes Charakter, seine Liebe in unserem Leben erleben und sichtbar werden. Und daran war Jesus uns ein Vorbild. Jesus hat damals, als er auf der Erde lebte, genau das getan. Er war mit dem Vater verbunden. Er war gehorsam in allen Punkten, ohne Sünde. Und in seinem Leben wurde Gottes Liebe sehr stark sichtbar, offenbart. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Das heißt, dass Jesus durch den Gehorsam gezeigt hat, was Liebe ist zu dem Nächsten. Das Buch vom Schatten zum Licht, Seite 425, die Nachfolger Christi sollen ihm gleich werden, indem sie durch Gottes Gnade einen Charakter entwickeln, der im Einklang mit den Prinzipien seines heiligen Gesetzes steht. Das ist biblische Heiligung. Das ist ein ganz wichtiges Zitat hier. Was ist biblische Heiligung? Wenn wir Jesus gleich werden, dass durch Gottes Gnade, durch die Kraft des Heiligen Geistes, er in uns einen Charakter entwickelt, der in Einklang steht mit Gottes Gesetz. Und Gottes Gesetz ist sein Charakter, nämlich seine Liebe und seine Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und je mehr wir im Gehorsam leben, desto mehr werden wir Jesus ähnlich, Gott ähnlich, und Gottes Ebenbild in unserem Leben wird wiederhergestellt. Im Kampf gegen die Sünde brauchen wir die Hilfe Christi. Ohne die Hilfe Christi können wir nichts. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, in Johannes Kapitel 15. Menschliche Schwäche verbindet sich mit göttlicher Kraft. Wir müssen es tun, aber Gott gibt den Sieg. Heiligung ist ein Reifeprozess, ein Schritt-für-Schritt-Wachstum. Biblische Heiligung führt zu Demut. Wenn jemand meint, er sei geheiligt, aber die Demut fehlt, ist es meistens ein Zeichen, dass mit der Heiligung doch nicht so weit her ist. Einige Beispiele aus der Bibel, die uns zeigen, wie wahre Heiligung Menschen demütig macht. Und demütig heißt, dass die Menschen von Gott abhängig waren, nicht viel von sich selbst gehalten haben, nicht sich selbst in den Mittelpunkt gestellt haben, sondern dass sie sich Gott untergeordnet haben, von Gott abhängig waren. Der Daniel zum Beispiel, er war ein Mann, wo der Engel zu ihm sagt, der Engel Gabriel, du bist von Gott geliebt. Ein Mann, der besonders Gott nahe stand, der von Gott besondere Botschaften bekommen hat. Und in Daniel 10, Vers 11 finden wir ein Gebet von Daniel abgedruckt, wo er für sein Volk betet, dass Gott sein Volk zurückführt nach Jerusalem. Und da bekennt er die Sünden seines Volkes und auch seine Sünden. Er sagt hier, wir haben gesündigt. Er bezieht sich selbst mit ein in diese Sünde, die hier getan wurde, die die Vorväter getan haben. Er stellt sich nicht drüber und sagt, nein, die anderen haben gesündigt, ich aber nicht. Nein, er identifiziert sich mit seinem Volk, mit der Sünde. Der Hiob, als Gott ihm im Wettersturm begegnet ist und seine Macht offenbart hat, sagt er, ich tue Buße in Staub und Asche. Hiob 42, Vers 6. Jesaja, er hat Gottes Thron gesehen, die Cherubim gesehen und die Seraphim um seinen Thron herum und wie sie gerufen haben, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott Zebaoth. Und dann ist ihm bewusst geworden, seine eigene Sündhaftigkeit in Beziehung zu Gottes Heiligkeit. Und er hat ausgerufen, wem hier ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen. Oder Paulus, der hat gesagt, ich bin der Allergeringste unter allen Heiligen. Das heißt, er war zwar intelligent und unglaublich stark in der Verkündigung, aber er hat von sich selbst nicht hochgedacht. Warum, sagt er, weil ich habe früher die Gläubigen verfolgt, zum Tode ausgeliefert. Ich bin der Allergeringste unter allen Heiligen. Und Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, als er Jesus sah, diese große Vision, die Herrlichkeit Jesu, heißt es in Offenbarung 1, Vers 17, ich fiel nieder zu seinen Füßen wie tot. Hier sehen wir, dass Menschen, die je näher sie Gott kommen, je weniger denken sie von sich selbst. Wir werden nicht behaupten, frei von Sünde zu sein. Warum nicht? Je enger wir mit Jesus verbunden sind, desto deutlicher nehmen wir unsere Schwäche
und unsere Sündhaftigkeit wahr. Wir merken, dass wir aus eigener Kraft nichts können und nichts sind. Und deswegen werden wir niemals sagen, guck mal, wie gut ich bin, guck mal, wie viel Sünden ich nicht mehr tue, sondern gerade weil sie merken, dass sie aus eigener Kraft nichts können, werden sie solche Dinge nicht behaupten. In der religiösen Welt wird heute sehr häufig gesagt, Heiligung ist eine Momenterscheinung. Gerade in der Pfingstbewegung, in der charismatischen Bewegung wird das oftmals gesagt, dass sie sagen, du musst dich für Gott entscheiden, das heißt dich bekehren und dann ist die Heiligung etwas, wo du die Hand aufgelegt bekommst und dann bekommst du den Heiligen Geist in dein Leben hinein und dann fällst du meistens auch noch um dabei oder kannst dann in Zungen sprechen, dieses Kauderwelsch, was übrigens keine biblische geistliche Gabe ist. Und dann sagen sie, das ist Heiligung. Heiligung, die plötzlich in einem Moment geschieht, dass dein Leben von Gottes Heiligen Geist erfüllt wird. Aber das ist nicht die biblische Aussage. Die Bibel sagt, Heiligung ist ein Wachsen in Christus, dass der Heilige Geist in mir lebt und mich mein ganzes Leben hindurch in das Ebenbild Jesu verändert und verwandelt. Und sie sagen auch, wir können frei von Gottes Geboten sein. Wir sind frei von Gottes Geboten. Wir brauchen die Gebote nicht mehr. Und damit sagen sie, wir können leben, wie wir wollen, unabhängig davon, was Gott und Gottes Wort sagt. Aber Jakobus 2 sagt, Vers 17 bis 22, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken. Und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. Das heißt, hier sagt Jakobus uns, dass Glaube wichtig ist, aber dass der Glaube erst durch die Werke vollkommen wird. Das heißt, wenn jemand sagt, ich glaube an Gott, aber nicht im Gehorsam lebt, nicht die Werke, das zeigen, dass er mit Gott lebt, ist der Glaube nutzlos. Das ist nur ein Lippenbekenntnis, aber kein echter, wahrer Glaube. Wer behauptet, frei von Sünde zu sein, hat keine Vorstellung von der Heiligkeit und Reinheit Gottes. Das können nur Menschen sagen, die Gott gar nicht kennen, die eine falsche Vorstellung von Gott, von seiner Heiligkeit und Reinheit haben. Je größer der Abstand zwischen einem Menschen und Jesus ist, desto gerechter fühlt er sich selbst. Die Pharisäer, was haben die von sich gedacht? Das Gleichnis von Pharisäer und Zöllner. Der Pharisäer sagt, Gott, ich danke dir, dass ich so gut bin und ich faste dreimal die Woche und ich gebe Zehnten und alles Mögliche mache ich und ich bin viel besser als der da drüben, der Zöllner und so weiter. Er hat groß von sich selbst gedacht. Und der Zöllner? Der Sünder, er wagt nicht aufzublicken und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, der Zöllner, war gerechtfertigt, der Pharisäer nicht. Warum? Weil der Pharisäer gar nicht merkte, wie weit er von Gott entfernt war und dadurch sich selbst viel besser gesehen hat, als er in Wirklichkeit war. Er hat viel von sich gehalten und das war falsch. Römer 12, Vers 1 sagt Paulus, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das heißt, Paulus sagt uns jetzt hier, dass wir in der Heiligung, wenn wir mit Gott leben, dass wir uns Gott ganz hingeben, und zwar unser Leben, unser Körper, als ein Opfer, was heilig ist, was rein ist, nicht verschmutzt ist. Das bedeutet, wenn wir Gott von ganzem Herzen lieben, möchten wir ihm nur das Beste geben. Und das heißt, dass wir uns nicht der Genusssucht oder den Leidenschaften hingeben. Weil das unser Leben, unser Körper verunreinigt, unser geistiges Leben beeinträchtigt und damit können wir uns nicht mehr Gott das Beste, ihm das Beste geben und nach dem Besten streben. Dadurch wird das geistliche Wahrnehmungsvermögen getötet. Je mehr wir uns der Genusssucht und Leidenschaften hingeben, desto weniger werden wir geistlich sensibel sein, die Dinge richtig zu erkennen. Wir sollen nicht dem Gewinn nachjagen oder der Mode frönen. In dem Buch heißt es aus Seite 430, wenn Jesus die Kirchen von heute beträte und das Feste feiern und das unheilige Treiben, das hier im Namen der Religion praktiziert wird, betrachtete, würde er dann die Schänder nicht ebenso verbannen, wie er damals die Geldwechsler aus dem Tempel von Jerusalem trieb. Damals hat er die Menschen, die den Tempel nur zum Gewinn hereinbringen, betrachtet haben, alle rausgeworfen. Die Wechsler und die ganzen Viehzüchter und die alle.
den Tempel zur Mörderhöhle gemacht haben. Und genauso würde er heute auch, ich denke, viele Christen heraustreiben aus den Häusern Gottes, die Religion, im Namen der Religion Dinge tun, die nicht im Sinne Gottes sind. Jakobus sagt, dass die Wahrheit rein ist. Jakobus 3, Vers 17. Und das heißt, dass wir uns nicht mit Tabak verunreinigen sollen. Weil Tabak verunreinigt den Menschen, Rauchen. Und ich denke, es gibt auch noch mehr Dinge heute von Drogen, verschiedene Drogen, die man nimmt oder andere Dinge, die den Menschen den Körper kaputt machen, fertig machen. Uns deswegen im 1. Korinther 6, Vers 19 und 20 sagt Paulus uns, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Das bedeutet, dass wir unserem Körper so umgehen sollen, dass wir dadurch Gott preisen, dass wir unserem Körper die bestmögliche Stärke geben, dass er gesund ist. Und das heißt, dass wir Dinge meiden, die unserem Körper schaden. Zum Beispiel das Rauchen, aber auch, dass wir mit unserem Besitz richtig umgehen. Denn alles, was wir haben, unser ganzer Besitz, gehört Gott. Und deswegen sollen wir Gott als Zeichen dessen, dass wir ihn anerkennen, als dem, der alles gehört, dem Besitzer unseres Geldes, unseres Besitzes, Gott den Zehnten und Gaben geben. Die Zehnten und Gaben sind ein Zeichen, dass wir akzeptieren. Gott ist der Herr, ihm gehört alles. Wir sollen Mäßigkeit, Verzicht und Opferbereitschaft in unserem Leben offenbaren. Auf Seite 431 heißt es, Heiligung ist niemals echt, wenn sie nicht vollständigen Verzicht auf sündhafte Gewohnheiten und weltliche Vergnügungen bewirkt. Das heißt, dass wir uns fragen müssen in unserem Leben, was hat in unserem Leben den ersten Platz? Ist Gott auf dem ersten Platz, dann möchte ich sündhafte Gewohnheiten, weltliche Vergnügungen zur Seite stellen und Gott alles weihen, alles geben. Wir können nicht Gott und dem Mammon dienen, sagt Jesus. Wir können nur ein entweder oder. Durch die Verdienste Christi haben wir Zugang zum Thron der unendlichen Macht. Die Heiligung ist nicht nur etwas, wo wir uns anstrengen, wo wir uns demütigen, wo wir mit Gott leben, sondern ist auch etwas, wo wir einen Zugang haben zu Gottes Thron. Und das ist ein Vorrecht, was unser Leben bereichert und unglaublich erweitert und zur Entfaltung bringt. Römer Kapitel 8, Vers 32 heißt es, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alle schenken? Wenn Gott schon Jesus Christus, seinen Sohn, für uns geopfert hat, wieso sollte er uns dann nicht jetzt in unserem Leben alles das geben und schenken, was wir zum Leben brauchen? Freude und Erfüllung und echtes Leben. Lukas 11, Vers 13. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Das heißt, wenn schon wir unseren Kindern Gutes tun können, wie viel mehr wird Gott, der noch viel mehr Liebe ist, uns das geben, was wir brauchen, den Heiligen Geist oder andere Dinge, die für uns gut sind, die unser Leben bereichern. Vom Schatten zum Licht, Seite 432. Während das Leben eines Christen zwar von Demut geprägt ist, darf es doch nicht von Traurigkeit und Selbsterniedrigung überschattet sein. Jeder Mensch hat das Vorrecht, so zu leben, dass Gott ihn annimmt und segnet. Unser himmlischer Vater will niemals, dass wir unter Gefühlen der Verwerfung und der Dunkelheit leiden. Es ist kein Beweis echter Demut, ständig mit gesenktem Kopf herumzulaufen und sich innerlich immer nur mit sich selbst zu beschäftigen. Wir dürfen uns an Jesus wenden, von ihm Reinigung erhalten und dann ohne Scham und Gewissensbisse vor Gottes Gesetz stehen. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das heißt, mit Jesus leben heißt nicht, dass wir unser Selbstwert herabsetzen, sondern das heißt, dass wir mit Freude unseren Selbstwert in Gott finden, weil Gott uns liebt, weil wir Gottes Kinder sind und dann mit erhobenem Haupt durch die Welt gehen können, weil Gott uns liebt, weil wir Kinder Gottes sind, Erben des Reiches sind, des Herrn des Universums. Das Leben des Christen sollte ein Leben des Glaubens, des Sieges und der Freude in Gott sein.
Unser Leben soll gerade die Freude widerspiegeln, auch wenn die äußeren Umstände nicht immer ideal oder gut sind, sondern dass wir den Frieden Gottes im Herzen haben, in jedem Moment. Dies sind die Früchte echter Bekehrung und Heiligung. Philipper 4, Vers 4 sagt Paulus, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Die Freude ist etwas, was Gott uns gibt, was er uns schenkt, indem wir auf ihn schauen, ihn in unserem Herzen haben und er uns die innere Freude, den inneren Frieden gibt. Das ist ein Grundsatz, der ganz wichtig ist für unser gesamtes christliches Leben. Durch das, was wir betrachten, werden wir verändert. Wenn wir uns mit negativen Dingen beschäftigen, ständig mit schlechten Filmen oder schlechter Literatur oder schlechten Computerspielen, dann wird unser Leben so verändert. Wenn wir uns mit den positiven Dingen beschäftigen, mit Gottes Wort, mit der Liebe Gottes, mit der Liebe Jesu, dann werden wir in sein Bild verwandelt werden. In welches Bild möchtest du verwandelt werden? In das Bild Gottes? Psalm 1, Vers 1 bis 3. Dort steht, nach der guten Nachricht, Bibel, wie glücklich ist ein Mensch, der sich nicht verführen lässt von denen, die Gottes Gebote missachten. Wie glücklich ist ein Mensch, der Freude findet an den Weisungen des Herrn, der Tag und Nacht an seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt. Er gleicht einem Baum, der am Wasser steht. Jahr für Jahr trägt er Frucht. Sein Laub bleibt grün und frisch. Was immer ein solcher Mensch unternimmt, es gelingt ihm gut. Möchtest du so ein Leben führen? Gott bietet es dir an. Du musst nur Ja dazu sagen. Ein letztes Zitat aus dem Buch Vom Schatten zum Licht. Nur wenn das Gesetz Gottes seine rechtmäßige Stellung zurückerhält, kann es eine Erweckung zu ursprünglichem Glauben und Gottseligkeit unter seinem bekennenden Volk geben. Jeremia 6, Vers 16, so spricht der Herr, tretet hin an die Wege und schaut und fragt nach den Wegen der Vorzeit, welches der gute Weg sei, und wandelt darin, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Gott möchte uns Ruhe schenken. Und die finden wir, wenn Gottes Gesetz den Platz wieder bekommt, dem gebührt, und dass wir mit Gott leben, nach seinem Gesetz leben, auf sein Gesetz schauen und im Gehorsam nach seinem Gesetz verwandelt werden, verändert werden in sein Bild von einer Herrlichkeit zur weiteren Herrlichkeit. Das ist echte Erweckung, echte Hingabe, echte Heiligung. Falsche Heiligung heißt, ich entscheide mich für Jesus, ich mache mit, aber mein Leben verändert sich nicht. Ich möchte leben wie vorher, ich lebe nach weltlichen Maßstäben, nach weltlichen Prinzipien und werde am Ende keine Ruhe finden und auch nicht das ewige Leben haben. Gott lädt uns ein, die richtige Entscheidung zu treffen. Ich darf Sie einladen, zu einem Gebet aufzustehen. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass du uns erlöst hast, dass du deinen Sohn Jesus Christus auf die Welt geschickt hast, dass du uns wieder zurückführen möchtest zur Ebenbildlichkeit deines Wesens, deines Charakters. Hab Dank, dass wir wissen dürfen, dass wir Gnade finden, weil du für uns hier Jesus gestorben bist, weil du unsere Schuld getragen hast. Wir bitten dich, vergib uns unsere Sünde. Hilf, dass wir unser Leben in einem richtigen Licht sehen können, dass wir nicht mehr von uns halten, als gut ist, dass wir erkennen, dass wir aus eigener Kraft nichts können. Hilf, dass wir jeden Tag enger mit dir verbunden sind und dass du dein Leben in uns vollbringst, dass wir in deiner Nähe leben können, dass wir dadurch im Gehorsam zu deinem Gesetz jeden Tag besser leben. Dass wir verwandelt werden in dein Ebenbild, weil wir auf dich schauen an jedem Tag. Wir bitten dich, dass du in uns die wahren Früchte der Heiligung hervorbringst. Dass du uns Sieg über Sünde schenkst. Dass du uns hilfst, gehorsam zu sein und so zu leben wie du, Herr Jesus. Hab du Dank dafür. In Jesu Namen. Amen.